Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine weitere Trading-Methode vorstellen und zwar ist die auch wieder angelehnt ans überteuert Verkaufen und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein und ja, nicht wundern, Leute, warum ich vielleicht dezent müde wirke. Das liegt einfach daran, dass ich heute 11 Stunden Skifahren war, danach hatte ich Training und dann habe ich gestreamt und jetzt nehme ich erst das Video auf und ich muss auch schon wieder in 6 Stunden auf. Also, Jungs, da mir bitte nicht böse sein, was das angeht, also bitte, falls ich müde bin, ja, relax mal einfach und ja, Jungs, ich erkläre euch jetzt die Methode. Also zum Beispiel könnt ihr das mit der Bundesliga machen, ihr könnt das aber auch mit allen anderen Ligen machen. Grundsätzlich geht es darum, sich Non-Rare-Karten für 400 Münzen zu holen, die eine halbwegs gute Nation haben und ja, die für 400 Münzen eben mitnehmen und dann für 600 Münzen reinstellen. Die verkaufen sich extrem schnell, finde ich. Also bei mir sind die meisten nach 2 bis 3 Stunden weggegangen, teilweise haben aber auch manche so 5 bis 6 Stunden gedauert. Aber es gab auch zum Beispiel welche, die nach einem Mal weggegangen sind. Das ist bei solchen Methoden immer unterschiedlich, das ist ja dennoch irgendwie überteuert verkaufen und da kann man eben nie ganz wissen, ja, geht der Spieler direkt weg oder geht er halt erst nach 10 Mal weg, das ist wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich, aber ihr kauft euch die Karten einfach für 400 Münzen, dann stellt ihr die hier für 600 rein, schaut, dass die 7 Verträge und 99 Fitness haben und dann stellt ihr die rein, ja, dann macht ihr pro Karte 200 Münzen Gewinn, EA-Gebühren muss man noch abziehen, aber das sind trotzdem circa 200 Münzen und von dem her sicherlich keine schlechte Sache, um genau zu sein, sind es, wenn man den für 600 Münzen verkauft, ja, genau 30 Münzen EA-Gebühren wären das eben in dem Fall, also nicht wirklich viel. Das heißt, ihr macht trotzdem noch 170 Coins Gewinn und dass ich diese Rechnung jetzt nicht aufstellen konnte, ist für mich der perfekte Beweis, dass ich einfach todmüde bin. Und ja, dann gehen wir hier noch zum Beispiel jetzt in die, ich weiß nicht, ihr könnt wirklich jede Liga machen, in die La Liga Santander und da zum Beispiel Spanier, ja, oder vielleicht, weiß nicht, auch ein Franzosen oder so, das wäre ganz gut. Mal schauen, ob wir da noch was bekommen. Vielleicht, ja, Brasilianer sind auch gut. Nehmen wir einfach mal mit für 400 Münzen wieder. 7 Verträge, 99 Fitness, den Naldo hier und den stellen wir auch rein für 600 Münzen. Ihr müsst dann einfach nur warten und hoffen, dass sie sich verkaufen. Aber sie sollten sich im Normalfall nach ein paar Stunden verkauft haben. Und ja, das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Rare-Karten machen. Allerdings ist das im Moment schwierig, weil gerade 82 plus SBCs da sind und jede Rare-Karte ja mindestens so 800 Münzen kostet. Und deswegen geht das im Moment nicht so gut. Aber wenn das Once-to-Watch-Event vorbei ist, dann könnt ihr das auch mit Rare-Karten machen. Da holt ihr euch Rare-Karten für 650 Münzen und stellt die für 950 Münzen rein. Wie zum Beispiel Weiser oder Wagner oder Brosinski oder Weigel. Weigel hätten wir sogar noch für viel, viel mehr verkaufen können. Das können wir hier sehen für 1100, weil der natürlich auch für die 82 plus, nein, eher für die Once to Watch Sommer, Winter, Untradable und Tradable SBC gebraucht wurde, weil man da eben ein bestimmtes Rating brauchte. Und da sind eben 81er gestiegen und deswegen eben auch der Weigel. Und ja, dann gehen wir hier auch weiter und zwar zum Beispiel Holtby geht gut, Lehmann geht gut, Amiri, Hector ist sehr, sehr gut für die seltene Methode, also für 700 Münzen circa holen und dann für 950 Münzen reinstellen. Wenn ihr das mit ein paar Spielern macht, dann habt ihr da schon ein paar Coins zusammen. Also ich würde es euch einfach mal raten für nebenbei, so eine Methode ist gut geeignet. Dann würde ich euch auch noch raten, kurz eure Shadow-Karten zu verkaufen, denn die sind auch nicht so wenig wert. Also ich habe da ja fast 20k aus den 4 Karten rausbekommen. Ich habe die einfach im Verein rumliegen gehabt und ja, da würde ich euch sowieso immer raten, auch mal Chemistry Styles abchecken im Verein, dies, das, Ananas. Und ja, wir haben hier irgendeine Tagesbelohnung bekommen. Ja, nice. Ey, Jungs, was sagt ihr dazu? Seid mal ganz ehrlich, wie unnötig sind diese Tagesbelohnungen, wenn man nur solche Packs bekommt? Das Einzige, was Sinn macht, sind die Wochenbelohnungen für mich, weil man da geile Packs bekommen kann, so 2 Spielersets zum Beispiel oder viele Coins. Aber was soll ich mit einem 4er Bronze-Verträge-Set, Alter? Das ist ja wie, wenn dich EA trollen will. Ja, das sehe ich irgendwie gar nicht ein, aber ja, Jungs, ich würde sagen, das war eigentlich auch schon die kurze, aber meiner Meinung nach sehr feine Trading-Methode. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt das mit jeder Liga machen, mit jeder Nation, am besten aber natürlich mit Top-Nationen, denn die werden einfach schneller und öfter eingekauft. Und ja, für 950 verkauft ihr die Spieler, die seltenen, und die anderen so für 600 bis 650. Ihr macht dann natürlich nicht so viel Gewinn pro Karte, aber ihr macht Gewinn. Und das ist das Wichtigste beim Trading. Und deswegen ist das eine Low-Budget-Trading-Methode für Leute, die nicht so viele Coins haben. Aber diese Methode kann man dauerhaft anwenden. Und deswegen ist sie meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, morgen, Mittag. Keine Ahnung, wann ich das Video rausbringen kann. Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal
erstmal da hinten in das Bett und schlaf erstmal eine Runde. Ja, mal schauen. Ich wünsche euch, wie gesagt, was Schönes, alles klar, was laber ich. Ich laber schon wieder viel zu viel, Jungs. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, dort könnt ihr mich gerne auch unterstützen. Und damit war es das mit dem Video. Wir hören uns beim nächsten Stream oder Video. Bis dann, haut rein, habt immer High Hopes und ciao.